den Volvo XC90 mit Fahrcheck. Ja, servus. Jawohl. Ich sitze heute mal hinter. Genau, los. Ich habe Sitzheizung und Lenkrad, hat sich alles aktiviert. Schön warm alles, gell, schön kuschelig. Ah ja. Ja, ich bin jetzt in dem Dynamikmodus. Also ich schalte jetzt mal um. Und ja, Dynamikmodus, also sprich die volle Leistung. Das Fahrwerk geht etwas tiefer und der Motor wird etwas spritziger. Ja. Jetzt kommt die erste Kurve. Kleine Tippchen, wir haben wieder die 360-Grad-Variante, die könnt ihr euch unten rechts angucken. Da könnt ihr wechseln oder den Modus hier weiter wie immer verfolgen. Ne? Jetzt mal Gas. Ja, also der Motor ist gut gedämmt, der ist jetzt nicht präsent. Ja, man hört ihn, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie nervt. Also von Diesel relativ leise im Innenraum, haben sie gut gemacht. Was mir jetzt ein bisschen fehlt, der hat 480 Newtonmeter, Mario, gell, richtig? Ja, richtig. Also ich finde die Leistungsentfaltung, ja, ist okay, aber es reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ja, man merkt, so der Druck fehlt ein bisschen, gell? Ja, genau. Also was ich jetzt gesehen habe, ich habe hier hinten auch Sitzheizung. Okay. Ne? Die hat extra gekostet, aber die ist mit dabei, das finde ich cool, auf deiner äußeren Sitze. Ja. Oh. Vollgas, ne? Jetzt Vollgas, ja. Ja, es ist halt doch 2,1 Tonnen. Den müssen wir erstmal nach vorne beschleunigen. Ja, also ist eher so ein Gleiter. Ja. Man darf jetzt da nicht zu viel. Gemütliche Gleiter, ne? Also da zu dem Fahrzeug, so ein Sechszylinder, passt da einfach besser. Also ist meine persönliche Meinung. Okay, also ich sitze hier hinten sehr gechillt, muss ich sagen. Geräuschkulisse finde ich gut. Ich habe hier sogar eine Rollos hier hinten, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Die kosten extra, aber schön. Ab zu dir nach vorne. Ja, ich habe es gerade gemerkt, der Spurhalteassistent, ja, sobald man etwas zu weit nach rechts wird von der Fahrbahn, vibriert gleich ein bisschen, vibriert. Der zieht dann, auch wenn der Gefahrensituation erkennt, zieht er auch die Gurte an, ja. Dass man sofort eine bessere Position hat, falls ein Unfall passiert. Ja. Und was man jetzt auch sehr schön sieht, wenn man einen Vordermann zu nah auffährt, wir gehen vorne rote LEDs an, in die Windschutzscheibe, ja. Halt ein bisschen mehr Abstand. Ja? Also das ist auch ein interessantes Gimmick. Oder ein Sicherheitsfuture. Da ist im Volvo der Vorreiter. Ja. Also man Richtig. Fühlt sich schon sicher in so einem Fahrzeug. Ja. Wir haben hier hinten Gurt auch höhenverstellbar. Vorne auch. Das ist schön. Passt. Wir haben alles an Bord. Die ganzen Assistenzsysteme. Ja, Totwinkel, Spurhalteassistent, Attention Assist, also Müdigkeitswarner. Automatisches Einparken nach hinten rechts sogar oder ganz normal genau, in die Lücke. Genau. Also alles, was man sich so wünscht. Ja. Dieses eben das komplette Touch-Display. Man muss sich mal kurz dran gewöhnen, aber wenn man sich kurz ein bisschen eingearbeitet hat, dann eigentlich völlig problemlos. Ja. Ja. Also aber wie gesagt, ich finde den Diesel aus meiner Sicht ein bisschen müde. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Ja, aber es ist ansonsten ein schönes Fahrzeug. Okay, würde ich mal sagen, machen wir einen Fahrerwechsel. Mario, jetzt bist du dran. Jo, jetzt komme ich nach vorne zu dir. Alles klar. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Also zum Starten müsst ihr hier, finde ich, auch gut gelöst und es sieht auch optisch gut aus, gell? So ein bisschen so gerissen. Ja, ja, ich war es ganz anderes mal. Schön gemacht, gell? Ja. Nach rechts drücken, geht an, nach links geht aus. Genau. So. Jetzt fahre ich mal rückwärts. Man kann hier auch eigene Kamerapositionen im Einzelnen noch wählen, wenn man möchte. So, Handbremse löst sich automatisch. Eine schöne Grafik von, dieser Draufsicht vom Fahrzeug. Ja. Wir haben Memory-Funktion auch im Auto. Ja, so, jetzt fahre ich den Volvo XC90, ja. 225 PS Diesel. Oh, Lenkradhaltung ist schon schön. So, wir fahren im Komfortmodus. Man merkt, dass er schön komfortabel einfedert. Ja, alles ganz entspannt. Ja. Aber für uns Trouble-Checker natürlich. Dynamikmodus. Genau. So, dann gehen wir auf Dynamik. Hochleistung, so steht es. Zack. Ja, so. Er wird gleich ein bisschen härter. So. Wir nehmen da gleich ganz anderes Gas an. Ja, und Spurhalteassistent, der funktioniert. Das vibriert ohne Ende. Wird jetzt auch direkter, gell, vom Lenker her. Ja. So, ihr könnt auch wieder die 360-Grad-Variante nutzen. Ja, gleich alles. Du merkst, die Lenkung ist ein bisschen direkter. Ja, genau. Ah, ein Kollege von uns, habt ihr gesehen? Ja, der gleiche. Ja. So. So, jetzt geben wir mal Gas. Ja gut, oben raus geht schon die Luft ein bisschen. Ja, und ja, man merkt aber auch den Motor, dass er oben raus ein bisschen aufhängt, Brummaschkacke. Ja, aber ist trotzdem von Diesel echt gut gedämmt. Von Diesel gemacht, ja, aber oben raus merkt man da. Das macht aber der neue Motor ein bisschen besser mit dem Durchzug. Das haben wir gelesen. Okay. So, Rechtskurve. Man kann auch Limiter alles hier einstellen, direkt am Lenkrad, das ist gut. Das finde ich auch toll, da hat man keinen Hebel mehr extra, alles im Lenkrad. So, jetzt geben wir mal Gas. So, jetzt müssen wir überholen.
Da hat er jetzt erkennt mit dem roten Licht im Display, ne? Und das Lenkrad vibriert, oder das bremsen wir mal runter, wie die Bremsen sind. Ah, das zirkelt echt gut. Boah, das macht doch gut, ne? So, also, und jetzt gehen wir mal hoch, ne? Man fühlt sich schön sicher, ist halt ein Volvo. Ja. So, und voll hoch. 60, 80, 100. Ja, souverän. Es ist jetzt keine Waffe, es reicht aus, ja, als Basis aber für Diesel. Passt. Den 190 PS Diesel würde ich jetzt persönlich nicht nehmen. Wäre mal ein Ticket zu wenig einfach. Ja, das stimmt schon. Aber von der Ergonomie her sehr gut. Man sieht eigentlich ganz gut rundum, muss man sagen. Aber wir haben ja diese Rundumkameras, von dem her ganz entspannt. Wir haben Sitz-Memory-Funktion. So. Von der Bankung her geht es auch, gell? Absolut. Sitze okay, kann man auch einstellen, eine Dose. Wie gesagt, die Sitzauffläche für die Beine kann man verstellen. Das passt. So, Kurve mal, macht er ganz gut, gell? Ja, für dieses Gewicht vom Fahrzeug, 2,1 Tonnen. Macht er das echt ganz gut, gell? Schnippt er echt gut, ja. Das Panoramadach, ja, das ist schon schön, das ist schon Pflicht eigentlich, gell? Ja. Man kann es auch noch öffnen. Dann geht's auf. Zack. Machen wir wieder zu, weil frisch 7 Grad haben wir im Schwabeländle. Ja, genau. Er erkennt die Schilder, was wir fahren dürfen, bremst, wenn man es möchte, automatisch runter. Ja, Limiter, wie gesagt, kann man hier einstellen, direkt am Lenkrad, finde ich auch gut. Sehr schön gemacht mit dem TFT-Display. Jetzt würde ich sagen, ja, gehen wir zum Fazit. Ab zum Fazit. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Ciao.